Facebook macht einen Rückzieher. Die geplante CBO-Geschichte, die Standard werden sollte, wird es doch nicht kommen. Mehr dazu hier in diesem Video. Also bis gleich. Herzlich willkommen, wie schon im Video am Anfang erwähnt, Facebook macht einen Rückzieher, was das Thema CBO oder Kampagnenbudget Optimi also Campaign Budget Optimization angeht. Das heißt, grundsätzlich war ja angedacht, für diejenigen, die mehr mit Facebook zu tun haben, ihr wisst ja eh Bescheid, dass eben CBO Standard wird, dass man das immer nutzen muss. Und jetzt vor kurzem, eigentlich vor einem Tag, also gestern, vorgestern, kam raus, ich bekam auch eine E-Mail, dass Facebook diesbezüglich einen Rückzieher macht. Das heißt, es bleibt eine Option im Bereich Facebook Ads und Facebook Marketing. Wenn ihr zum Beispiel eure Kampagnen macht, könnt ihr immer entscheiden, ob ihr normale Kampagne macht oder Campaign Budget Optimization. Das heißt, kurz zur Erklärung für die vielleicht, die neu dabei sind. Grundsätzlich, jeder, der was Facebook schon seit einigen Jahren nutzt, kennt das. Du kannst eine Kampagne machen, machst zum Beispiel fünf verschiedene Anzeigengruppen, das heißt fünf verschiedene Targeting, fünf verschiedene Zielgruppen, und du kannst für jedes dieser Anzeigengruppe ein Budget vergeben. Wir machen so oder so immer das gleiche Budget, das heißt 5 Euro zum Beispiel. Du kannst aber natürlich bei Anzeigenbudget sagen, hey, die Anzeigengruppe 1 5 Euro, die 2 10 Euro, die 3 15 Euro etc. Was ist CBO? CBO, du vergibst ein komplettes Kampagnenbudget. Das heißt, das seht ihr dann hier. Das heißt, dass, Entschuldigung, das seht ihr hier, also in der rechten Spalte. Das heißt, du sagst zum Beispiel, 50 Euro will ich am Tag für die Kampagne ausgeben, irrelevant, wie viele Anzeigengruppen da drin sind. Das heißt, wenn du jetzt 5 Anzeigengruppen drin hast und du sagst 50 Euro Kampagnenbudget, wirst du dann merken, dass Facebook zum Beispiel 20 Euro in die eine, 10 Euro in die andere, 5, 15 Euro in die. Das heißt, die haben das Budget über und entscheiden sozusagen frei, wie wohin das Budget geht. Und ja, gestern kam eben die Information, also ich bekam sie, dass eben sie die Flexibilität nicht stören wollen in Form von CBO und eben das Normale. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, wo eben das eine besser läuft, also Anzeigengruppenbudget als auch CBO. Aber sie glauben nach wie vor, dass CBO eben die Performance wirklich erhöht. Aber sie werden es als Option anbieten und nicht als Pflicht. Und das ist sehr interessant. Es kamen schon zwei, dreimal eben diese Nachrichten. Selbst ich zuletzt im Februar habe bekommen eben die Info in meine Ad-Accounts. Ab 28. Februar, glaube ich, war das damals, wird alles bei CBO und kam dann auch nicht. Mich hat es verwundert. Viele haben mich dann auch gefragt, warum. Und ich wusste bis dato eigentlich auch nichts. Und ja, das ist eine kleine Info am Rande. Das heißt, wir können nach wie vor Anzeigengruppenbudget verwenden. Wir nutzen es nach wie vor für unsere, wir haben ja eine eigene Facebook-Marketing-Strategie. Wir nutzen es für wirklich Produkte testen, Zielgruppen testen, Ads testen. Und beim Skalieren setzen wir aber mittlerweile auf CBO, was sehr, sehr gut funktioniert. Dazu wird es separat mal ein Video geben, wie wir das Ganze gestalten. Aber ich finde es grundsätzlich cool, dass es so ist. Ich hatte meine Bedenken, dass nur mehr CBO gibt. Du verlierst halt sehr viel Flexibilität, ist einfach so. Und deswegen, das wollte ich kurz hier auch announcen für alle, das es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Also, das zum Thema CBO. Bei Fragen könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden. Und ja, ich würde mich sehr über ein Like freuen. Natürlich, wenn du neu auf dem Kanal bist. Hier geht es ums Thema wie hauptsächlich E-Commerce, Dropshipping, E-Commerce Branding, Facebook Ads und so weiter. Alles, was mit dem Thema Online-Marketing und sich ein Business im Bereich Online-Marketing aufbauen geht. Und ja, jedenfalls, wenn ihr mit uns enger zusammenarbeiten wollt, erster Link in der Beschreibung, meine E-Com University. Fresh, neues Update, kommt bald ein Video zu, wie das denn genau aussieht. Und ja, ich freue mich. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein, euer Ricardo. Ciao, ciao.